Bonjour, merci, dass du Astrid Lulling TV am Kanal guckst. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Das ist ja nur in Vakanzzeit, da viele Leute holen noch die Flieger für diesem sabbelischen Wetter zu gehen und an die Sonne zu fliegen. Den Flugverkehr hat in den letzten Jahren extrem zugeholt. Reisen am Flieger als wie billig gehen. Am Parapport zu 20 Jahren für drin holen haut enorm viele Leute Flieger für sich auf mehr langen Strecken zu deplacieren. Das bringt aber eine ganze Reihe von Problemen mit sich. Unter anderem für als Flughäfen. Die EU-Kommission hat ja von kurzem ein Propos gemacht für die Flughäfen an der EU betrifft. Da gibt es verschiedene Vorschläge gemäht, die unter anderem den sogenannten Groundhandling, ist das, also die Bodenabfertigung von den Fliegern betreffen und auch die Verteilung von den Slots an den Flugkamedien daran behandelt. Bei mir am Studio ist mein Kollege Bach, den am Transportausschuss mit diesem Thema zu dienen. Gut, moin Georges, merci, dass du gekommen bist. Aber red was für mit mir zusammen als Nolauscher zu sehen, was an diesem Dossier ist, für sie aufzuklären. Erzähl uns mal, was dann bei diesen neuen Propositionen von der EU-Kommission geht. Die Kommission hat am Anfang eine nächste Etappe von der Luftfahrt, von der Liberalisierung von der Luftfahrt, aber auch von der Reglementierung. Und das ist ein ganzes Package. Das ist ein Package aus drei verschiedenen Propositionen von Direktiven. Das ist, das, wie du richtig gesagt hast, das ist den Groundhandling, das ist alles, was Bodenverkehrsdienste ist. Das bekannteste davon, das ist den Service von den Bagagen. Das ist das, was die Leute alle kennen, wenn sie fliegen. Mit auf einer oder anderen Sachen drin, wie betanken zum Beispiel von den Fliegern oder am Wandern und Eisen und all die Services, die so um Boden gemacht gehen. Dann ist die zwei Propositionen, das ist für Slotten. Das ist Slotten, das sind Korridoren an Zehen, wo die Fliegen drauf fliegen. Ja. Für das neu zu reglementieren, da gibt es einen Regel im Moment. Der Leinen, die Kaffee so Slotten, so Korridoren, und dann haben sie bestimmte Zeiten, wo sie sich müssen daran bewegen müssen. Wir können sie fliehen und sie landen. Ja. Und dann da wollen sie eine neue Reglementierung machen. Und der dritte, das ist die Comedy. Die Comedy ist ja etwas, was die Leute alle gut immer mehr interessiert. Nicht nur an der Fliegerei, sondern auf der Eisenbahn, an der ganze Lebensqualität, also am Gang ein bisschen zu leiden. Und da ist die Comedy ein ganz großer Faktor davon. An die drei Direktiven zu summen, als am Anfang ein Package, den die Kommission noch hier gelöst hat, an den Miser möchte. Lass mal das ist umstritten. So. Das, ja. Das ist ganz stark umstritten. Auch am Parlament. Auch am Parlament, ob schon bis jetzt geht eifrig diskutiert, dann, ja, wie gesagt, wir hätten am allerliebsten, ich meine, das kann ich schon so, wir hätten am allerliebsten ein Splitting von den drei. Dass man alle Direktiven, alle Propositionen für sich betrachten und darüber schaffen, mit der Kommission will das zusammenhalten. Sie wollen einen Park, wollen einen Park machen, weil sie dummer da hoffen, das echt da durchzukriegen, wie wenn alle einzelnen Propositionen durchdiskutiert und zerblickt. Ja, ja, es geht besonders schon dadurch hören, Gewerkschaften sich schon noch auf den Barrikaden, aber mehr war sogar auch die Vertreter vom Frankfurter Flughafen. Ja. Die machen sich Sorgen über die Bodenabfertigung. Ja. Die hat Konsequenzen, wenn man das noch weiter liberalisieren, auf die Arbeitsbedingungen und auch auf die Sicherheit auf den Flughäfen. Ja. Und da haben wir ein ganz schlechtes Beispiel anscheinend, Matthias Rau,
wo die Qualität von den Service gelitten hat durch eine weitere Liberalisierung. Wie gesagt, da? Also ich stehle die selbst Ängste, die Gewerkschaften zu haben. Das ist ja nicht so, wie wenn der Markt im Moment so wäre. Also, natürlich, wir haben seit 1996 eine Liberalisierung, wo der Markt da ist, wo ein ganz paar die Lizenzen da sind, für Groundhandling zu machen, ja. Wo bestimmte Betriebe sich können interessieren. Das ist also schon Konkurrenz. Das ist schon Konkurrenz. Da. Sie wollten den Monopol kassieren. Das tun sie fertig, sprich 1996. Ah. Natürlich, und da schreiben sie vier. Ab 2 Millionen Passagieraufwicklung pro Jahr an ab 100.000 Tonnen Fracht muss ein zweiter Anbieter da sein. An die neuen Propositionen von der Kommission, die gehen darüber raus, die wollen, dass ein dritter Anbieter, eine dritte Lizenz disponibel ist, für das sich ein dritter kann melden. Und das feiert das schon ein immens immens konkurrenzierter Markt. Ja. Und da gibt natürlich Gefahr, der größte Teil von den Kosten sind Personalkosten und ja. Kosten für Zische. Also gibt natürlich Gefahr, wenn die Marke immer mehr konkurrenziell geht, immer mehr enkelt, dass auf denen Posten justement gespürt wird. Das heißt, um Personal gespürt wird, nicht nur auf der Lehne, sondern auch auf den Arbeitskonditionen, auf der Ausbildung zum Beispiel. Und, ja, 2D, schon mal gesagt, wollen sie die Leute ausbilden, für einen Flughafen. Ja, also, das ist ja verrückt. Das ist eben das, wo das Ridikül, was du proposierst. Das, und da können wir nicht d'accord sein, weil es für ihn, wie es richtig gesagt hast, dass wir uns heute an einem Sektor bewegen, wo die Sicherheit aber immens höchst geschrieben wird. Ja. Aber die Standards, die wir da haben, die wollen wir auch halten. Und das selbe ist auch für die Qualität. Das selbe ist auch für die Qualität. Ja. Das heißt, wir wollen noch Qualitätsnormen dran kriegen, die auch wirklich, ja. Was auch wirklich hoch Level ist. Ja, ich höre also den Reporter vom Parlament. Die will, das ist ein Pool. Und nach von unserer Fraktion. Auch von unserer Fraktion. Die will weitergehen mit der Liberalisierung von. Weiter wie die Kommission. Ja. Wie gesagt, die könnt auch damit nicht durch. Also, hört bis jetzt, hier mengt zwar eine Majorität, aber wie ich sehr anschätze, hört er keinen, und er wird auch keinen kriegen. Hier hat sich inspiriert an Asien, und auch an Amerika, wo er die ganz großen Flughäfen analysiert, und er meint, er könnte das Modell auf Europa transferieren. Wenn er aber hier guckt, die große Vielfalt, die wir haben, von unterschiedlichen Flughäfen und unterschiedlichen Gegebenheiten, Infrastrukturen und so weiter, dann ist das Modell nicht einfach zu transposieren. Das heißt, hier proposiert Minimum feiert dann. Und ich sehe noch nach Dürbel betroffen, weil ich sehe einerseits am Transport und andererseits am Sozialausschuss. Ja. Die behandeln laut Artikel 50 können wir auch den Teil vom Emploi da behandeln. Ja. Und dafür fehlen alles, was Personal frohen ist, fehlen an, an den Domänen. Und da sind ich dann, wie gesagt, du bist bei den zwei. Sind ich bei denen zwei. Und dann kann ich gut Abfluss holen auf beiden Seiten. Und ich hoffe oder ich meine zumindest, dass wir ein bisschen da an der Kader kriegen. Ja. So wie ist es dann zu Lützeburg mit dem Groundhandling? Das ist so, dass Lützeburg sich auch heute müssen und die Direktive halten. Das heißt, wir haben auch eine zweite Lizenz, die disponibel ist. Und das ist so, dass. Man schaut sehr das nach immer. Es schaut sehr, dass den Innenhändler, und ja. Da geht es nach der Swissport, oder was Swissport, als die zweite Lizenz, die leider im Moment blank mit die. Du gesagt, die noch dass Lizenzen innerhalb von Europa blank sind, die nicht alle gut benutzt gehen. Das heißt, das Modell von der Konkurrenz als ob, es wäre ja nach, wenn Interessenten da wären, die könnten sich auch noch auf einer Flughäfen bewerben. Mhm. Du gesagt, in anderen Menge, dass Liberalisierung ganz oft nicht mehr zu, ich soll nicht mehr das Beispiel von Korinth picken. Das heißt, wo lukrativ Sachen zu machen sind, da interessieren ich mich auch für den Rest nicht. Aber letztendlich ist das betroffen, weil man los, aber sicher um die 2 Millionen rückkommen. Ja, das lässt ja 1,8 Millionen Passagiere. Ah, ja, das ist. Und am Fred, da leihen wir schon drüber, weil wir sind den fünf größten Frachtflughafen von Europa, den 21. größten von der Welt, durch als Cargolux, was ja auch ganz gut ist. Da und die wir ausbauen müssen. Die wir ausbauen müssen. Da gehen Arbeitsplätze schaffen, auch für Leute, die keine Universitätsdiplom. Die vielleicht nicht so höchst qualifiziert sind. Ja, ja, das ist ganz richtig, ja, ganz wichtig. Da muss man, wie gesagt, eben uns dann, was wir hier rauskommt, was hier diskutiert wird, muss man uns drin halten. Aber wie meinst du dann, dass wir am Parlament und mit den Berichten fertig sind? Der Reporter, den
am Emploi, du hast den Rapport schon präsentiert, da sind wir schon am Gang, darauf zu schaffen. Da wollen wir für Personal auch Sicherheitskriterien. Ja. Natürlich, wenn eine andere Firma könnte, dass die Personal muss überholen zu den selben Konditionen, dass Formation ausgebaut geht und so weiter. Ja. Da haben wir als Proposal schon gemacht, am Transport, also für September. Den polnischen Kollege präsentiert für den September, da wird es am Tram-Komitee diskutiert, und da wird es am Hirsch nach dem Plenum kommen. Ah, aber nach und, der Tür. Ja, das ist eben just, wie gesagt, das ist ein Package, und auf den anderen, auf den Slotten, da haben wir Männerprobleme, aber mit dem Kamedi, da kriegen wir auch Probleme. Da kriegen wir auch Probleme, ja. Und dann müssen wir gucken, was wir da machen. Aber das Wichtigste ist aber für mich, die Affären also von den Leuten, die den da am Boden an den Flughäfen in Rebisch machen. Wenn wir da die Lehne so niedrig machen, dann haben wir kein Problem. Zuletzt müssen wir gesetzliche Mindestlohn tun. Wir in Deutschland tun sie kein Mindestlohn. Ja. Und die Leute müssen aber nach Leben können, von dem, was sie schaffen. Aber wenn die auf den Flughäfen, auch die, die am Sicherheitsbereich sind, nicht motiviert sind, dann kriegen wir Probleme. Ja. Du wirst schon gut aufpassen. Also ich kann auch dort Gewerkschaften unterstützen, die waren auch zu Straßburg bei uns. Es war auch eine Lützeburg-Delegation dabei. Und ich habe auch dort ihnen zugesagt, dass ich sie gegen unterstützen und für hier Kurs antreten. Und ich kann das, wie gesagt, an den zwei Ausschüssen machen. Und ich werde das auch machen. Ja, mit Patron sind auch da mehr. Also die Lohn natürlich auf den Flughäfen sind wie Fraport und so. Die sind auch der Meinung, dass ein Lohn nicht nehmen Portwart kann. Machen, was da wirklich zu einem Lohndumping feiert, dann die Sicherheit und Qualität von der Arbeit ging nicht garantieren. Ja, muss ich auch immer Produktivität gucken von einem ganzen Tag. Das ist durch den Spitzen dran, durch den Däften dran, auf alle Flughäfen. Ist das so? Und für das aufzudecken, da muss Personal wirklich gut geschult sein an ihre Bedingungen, ihre Lohn- und Arbeitsbedingungen müssen noch an der Reise. Dann haben wir hier ein flottes Dossier. Das schafft den hier mit Leiharbeiter und so weiter, und dann Temps partiell und all die Geschichten. Und das feiert zu einer Männer guter Qualität und eben noch eine Beeinträchtigung von der Sicherheit. Und zu Problemen. Merci, Georges, für die Explikationen. Bis dann, merci auch, dass ihr euch noch gelauscht habt. Da bist du geschwind.